Es hat so geklappt, wie ich es mir dachte. Ja, tu nicht so überrascht. Hinter der Wand war nämlich ein Hinweis, dass ich da die Bombe hin tun muss. Ein Krafttropfen, yay. Party hard. Party baby. Ich habe ein Holzschild erhalten. Yay. Guckst du gleich die Patch Notes? Wo werden die gestreamt? Smite Game. Ja, dann schau ich es an. Oh, eine Abkürzung zum Tempel. In einer Stunde ist es soweit. Jo. Ich glaube, in der Zeit schaffe ich den Tempel hier. Goronentempel. Mit Treibsand. Hey, keine Spur von Mike. Goron. Lass uns weitergehen und eine Menge finden, Navik. Was sagen die Schilder? Vorsicht, Treibsand. Na, wer hätte das gedacht? Vorsicht, laufende Laser, blaue Chuchus. So, hier lang weiter. Herz einsammeln. Sich über diese Tür hier wundern. Hier lang weiter. Aha. Eine Truhe. Natürlich. Kriegt man den Schild wieder. Hey. Hast du das etwa nicht gewusst, dass es den Schild immer wieder gibt? Das war aber schon bei allen Zeldas so. Entweder du hast einen Schild, den du gar nicht erst verlieren kannst, oder du kriegst ihn gegen Chuchus wieder. Nee, die heißt nicht Chuchu. Wie heißen sie denn? Heißen sie Chuchu? Mimosa, heißen die Chuchu? Da oben. Wie komme ich da oben weiter? Ich glaube jetzt gerade gar nicht. Eine Bombe, wow. Ja, dann gehe ich hier lang weiter. Es lässt eine Brücke erscheinen, das ist ja putzig. Hier ist was zum Graben. Irgendwo bleibt er weg beim Raubschleim. Zelda 1, glaube ich, war es, aber Zelda 1 zählt nicht. So, hier auf der Ebene war ich noch nicht. Und ich habe keine Bomben mehr. Das ist ein Witz. Wow. Muss ich jetzt zurückgehen zu der Bombenquelle, oder was?
Scheint mir fast so. Wuhu. So viel Spaß. Reichen mir drei Bomben. Na, ich will sechs. Dein Post wird ignoriert. Ich habe deinen Post übersehen, tut mir leid. Als würde ich hier auch nur einen Post ignorieren. Das mache ich nur, wenn Rico Meine postet. Deine sind ja auch. Du kannst doch einfach direkt mit mir schwätzen. Ach so. Dementsprechend sind deine absolut mega überflüssig. Boing, die Zahl der Schätzungen beträgt 1. Nein, danke. Aha. So, hier lang hoch. So, dann haben wir hier eine Gegnerflut. Die Tür ist offen und der Weg, gut. Hier ist noch zu. Ach komm, ich trage jetzt die scheiß Schatztruhe mal ein. Komm, sag mir. Mach das. Lösche den Mist wieder. Hey, ich bin hier drüben, Bruder. Hey, der hat sich Maigron also versteckt. Nein, nicht wirklich. Monster haben mich gepackt und hier reingeworfen. Bitte, Bruder, bitte hilf mir hier raus. Ja, na gut. Danke, Bruder. Es tut mir sehr leid, dass ich vorhin davon gelaufen bin. Echt. Wir sind bloß froh, dass es dir gut geht. Warte, wir holen dich da raus. Ah, hinter dir, Narvik. Welch ein Schock, ich muss dem Vieh mit dem riesigen Auge ins Auge schießen. Fantastisch, Bruder, du hast das Monster, das mich gefangen hat, besiegt. Danke, Bruder, nun kann ich mich wieder frei bewegen. Nichts zu danken, aber es scheint, als hätten wir auf unserer Seite eine Sackgasse erreicht. Siehst du, diese Dornen sind uns im Weg. Mit meiner Hilfe ist das kein Problem, ich kann die Falle entschärfen. Lass mich dir nun zeigen, wie du zwischen mir und Goronavik hin und her schalten kannst. Wenn du mich rufen willst, berühre einfach mein Symbol auf dem Touchscreen. Wenn du umschalten willst zu Goronavik, berühre dieses Symbol. Hast du verstanden, wie man umschaltet? Ja. Hey, das ist witzig.
Seine Kampftechnik ist auch geil. Ja, das wär's mal. Auf den Tag können wir lange warten. Boing, im Leben muss man manchmal kooperieren. Wenn alleine zu stehen nichts ausrichtet, steht gemeinsam. Okay. Hä? Sag ich doch. Warum springt er nicht gleich so? Krabbelmin! Auf zu meinem Goro-Bruder. Oh, er geht auch im Sand unter. Übrigens habe ich die Schatztruhe hier jetzt gefunden, also kann ich die streichen, hier lang gehen und jetzt hier lang, da lang, hier das. Und was kann ich hier machen? Aha. Eine weitere Schatztruhe erscheinen lassen. Wunderbar. Los, Krabbelmine. Ich hab die Drohnen verschwinden lassen. Bis später. Na ja, komm klar, dann suchen wir Stahl. Ich will erst in die obere Etage, wenn ich es mir recht überlege, denn da war eventuell noch eine Schatztruhe. Ja, vor allen Dingen in dem Spiel sind Krabbelminen ganz cool. Oh wow, eine Abkürzungsbrücke. Wuhu! Die Truhe hatte ich geöffnet, also das hier weg. Na los, saug doch schon, danke.
Wie viel Uhr haben wir denn? 21.15 Uhr. Ja, ich bin noch guter Dinge, dass ich den Tempel einfach vor den Patch Notes schaffe. Du, Holzschild. So, ist hier auf der anderen Seite irgendwas, was mir hilft? Nö. Wow. Yay, beide Schalter gleichzeitig gemacht. Ich bin so gut in diesem Spiel. Da unten kommt schon gleich der Boss, okay. Da ist eine Schatztruhe. Ah, alles klar. Na, das Rätsel ist ja nicht zu schwer. Tipp. Keine Schatztruhen mehr. Na, das ist ja ärgerlich. Trinkst du da Bier? Nein, um Gottes Willen. Das mache ich nicht. Dann ist ja gut. Was trinkst du dann? Ein weizenhaltiges Getränk. Ah, das klingt gesund. Ja. Proteinhaltig. Das klingt pervers. Gleich fehlt mir hier nur noch der dämliche große Schlüssel. Die Zahl der Schatzungen beträgt 2. Ja, sag's mir. Mach das und lösch sie. So, nimm das, du Trottel, und stirb. Eine der beiden Truhen wird höchstwahrscheinlich einfach ein großer Schlüssel sein. Weil, was sonst sollte es sein? Was macht hier der Schalter?
Alles klar. Hast du gerade einfach über den drüber geschossen, Link? Schon wieder? Danke. Wollen, auch wenn es wie eine Sackgasse aussieht, auf der anderen Seite des Sandes ist etwas, merkst dir. Los. Was soll's. Und das lässt eine Schatztruhe erscheinen, alles klar. Und der Rest ist wohl dann hier Gegner töten, damit die letzte Truhe auch erscheint. Yep. Yep. Woran wir ein Stein? Juhu. Krabbelmin. Wuhu. Ey, Mimosa, gleich ist Bosszeit. Was ist los? Gleich ist hier Bosskampfzeit. Oh mein Gott. Ja, dann sterb ich. Doom. So, dann gucken wir mal, was es hier gibt. Herz. Und eine Trottelstatue. Boing, wenn du eine Bombe zwischen die beiden Pfeiler legst, wird trotzdem nichts passieren. Geh lieber nach unten. Aha. Eine Bombe zwischen die beiden Pfeiler, eine zwischen die beiden Pfeiler und eine da zwischen. Das stimmt, da passiert nichts. Krabbelminen und ein Schild. Wenn du zurück zum Eingang des Tempels willst, dann sei ein Schisser. So, wie viele Krabbelminen habe ich gerade? Nur 8. Das ist ein bisschen mager. Naja, gehe ich hier einmal kurz hoch und dann wieder runter und dann habe ich wieder alles voll. Glaube ich. So, die noch schnell ausrüsten und dann wird es Zeit für den Boss. Thank you.
Bongorong, die Panzerechse. Schau dir das Riesenvieh an, Navik. Aber es ist auf der anderen Seite der Sandgrube. Ah, das ist doch... Ah, hallo. Bruder, lass uns das Monster gemeinsam erledigen. Goro, Navik. Ich stoß ihn um, dann greifst du ihn von dort drüben an. Ein Monster kommt direkt auf dich zu, Navik. Okay, ich sterbe. Und ins Maul. Tihihi. So, da bin ich wieder.